Sie sind hier, 12. Januar 2019, 19.17 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Severin Freund hofft noch auf einen Einsatz bei der WM Urheberrecht Getty Image Severin Freund findet im zweitklassigen Continental Cup langsam zu seiner Form zurück und überzeugt beim Weltcup in Bischofshofen. Ein Team-Olympiasieger enttäuscht. Ex-Weltmeister Severin Freund hat nach seinem frühen Aus bei der Vierschanzentournee im zweitklassigen Continental Cup COC ein Erfolgserlebnis gefeiert. Der 30-Jährige landete am Samstag bei den beiden Wettkämpfen im österreichischen Bischofshofen auf den Plätzen 11 und 3. Weltcup-Rekordhalter Gregor Schlierenzauer wurde 9. und 4. Hoffmann und Paschke Stark. Bester Deutscher des ersten Wettbewerbs war Felix Hoffmann als 3. Pius Paschke wurde 4. Der Sieg ging an den Österreicher Clemens Aigner. Das zweite Springen entschied der Slowenziger Jella für sich. Der Team-Olympiasieger von Sochi, Andreas Wank, kam nicht über die Ränge 24 und 19 hinaus. Freund bleiben noch etwa 5 Wochen, um bei der WM in Seefeld wieder in voller Stärke anzugreifen. Der ebenfalls formschwache Schlierenzauer hatte auf die Vierschanzentournee verzichtet und will sich ganz auf die Heim-WM konzentrieren. Von Sportinformationsdienst.